Hallöchen, willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir sind immer noch hier im Damm, oder was auch immer das hier sein soll. Holen uns gleich mal kurz die Vorratskiste, die hier noch steht. Und die kann man auch von der Seite aus erreichen. Passt. Wir sollen hier noch die Energiezelle austauschen. Wo, bitteschön? Aber das macht sie schon. Ah. Lass ihn drücken. Wie er sich freut. Oh, das ist doch schon viel hübscher, oder nicht? Was bedeutet das? Dass es geklappt hat. Bei der Schmiede! Du bist Jeez. Unglaublich! Hörst du das häufig? Ich vermute mal schwer, ja! Ich hab sowas schon ein, zweimal gehört. Oh, Meisterin der Künste der Alten, Stöberin, die das ganze Anrecht erblassen lässt, und sie ist bescheiden! Ich hab das nicht allein gemacht, Gildon. Nein. Nein, vermutlich nicht. Was machst du als nächstes? Gehst du zurück zum Anrecht? Und den Menschen von Sanges Grund diese Geschichte vorenthalten? Nie im Leben! Nie im Leben! Ich bleibe noch etwas länger. Das ist schön, hoffentlich sehen wir den öfter. Jeder sollte die Geschichte erzählen. Kommst du mit und hilfst mir, ja? Oh! Überlaufbecken leer. Innenraum zugänglich. Minimale Flutschäden. Schön. Wohl auch ausgetrocknet. Ich sehe es mir mal an. Direkt noch ein Abenteuer? Du bist mutiger als ich, aber das überrascht mich nicht. Ah, oh, sehr schön. Ich finde es auch interessant, dass das Ding heute zum Musizieren genutzt wird und früher scheinbar auch eine richtige Band hier drin gewesen ist. Also eine richtige Band, also, ne? So eine kleine Jam-Session von dem Dump-Personal. Das ist eine schöne... hallo? Kann ich da vielleicht... Okay. Das ist eine schöne... nicht Analogie. Ja, wenn etwas gleich ist. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Na gut, dann können wir jetzt mal zum Überlaufbecken. Und wir hören schon, wie sie die Rohre spielt. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Okay, hier ist noch ein Jagdge. Oh, hier sind noch Färbedinge? Wir sind schon so weit oben. Ach, was soll's? Wir haben ja das Lagerfeuer da. Wir schließen erstmal die Quest hier ab. Mal gucken, ob sie happy ist, dass sie ihre Rohre wieder spielen kann. Und dann soll sie uns auch bitte eine Privatvorstellung geben. Das Geräusch wird lauter. Noch. Na? Die hat's ja echt drauf. Mit dem Geräusch. Okay. Klasse. Klasse. Wir sind im Lautloch. What the fuck? Wieder die Banukzeit. Da hinten haben wir was. Live aus dem Weltraum Überlaufbeckenstudio. Hier ist Concrete Beach Party. Concrete Beach Party.
Oh, schön, dass wir da ein ganzes Lied hören dürfen. Ersetzt von den Servitoren. Schön. Ersetzt von den Servitoren. Ja. Du freust dich, wieder spielen zu können. Ich weiß nicht, wie das ging, aber das Wasser ist blitzschnell wieder abgeflossen. Was hältst du von meiner Musik? Super. Ich habe noch nie so etwas gehört. Weil es keinen anderen Ort gibt mit solch einer Resonanz, einer Intonation, die deinen Körper vibrieren lässt. Und natürlich kennt keiner diese Rohre wie ich. Ich habe sie gehört, bevor ich laufen konnte, auf dem Rücken meines Vaters. Danke für die Wasserableitung. Nicht allein für mich, auch für die Ahnen und ihre Lieder. Das ist schön. Bitte, nimm dies. Als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ein Rohrknüppelstück? Blauglanz. Ah, drei Blauglanz. Schön. Schön, dass du hier wieder Spaß hast. Können wir da auch mitmachen? Oh ja, ein bisschen. Hey! Ich bin Musiker! Na gut, dann ist sie wieder happy. Das freut mich natürlich. Da haben wir noch einen Datenpunkt, Schnieke. Den nehmen wir auch gleich hier ins Visier. Na komm. Ein Textprotokoll. Bei der Musik würde ich auch die Polizei rufen. Also, lieber niemand! Die Automobile sind unterwegs. Meins bringt mich zu meinem Apartment in Cody. Ihres bringt sie zum Vertiport. Sie hat heute ihr Gepäck mit auf die Arbeit genommen. Alles, was sie besitzt, verstaut in zwei kleinen Koffern. Sie trägt die schicksten Klamotten, in denen ich sie je gesehen habe. Für meine Mama, sagte sie. Sie hat mir das Outfit gekauft. Man glaubt es kaum. Normal wäre mir das ja egal, aber... Ich weiß nicht. Sie hat gerade eh schon viele Sorgen. Wir liefen heute durch den Damm, hörten uns all die Aufzeichnungen an, lasen all die Nachrichten. Und vielleicht ist es so eine... Aber natürlich halten wir auch nach der Schule Kontaktschache. Aber ich habe keine Angst mehr, Laura zu verlieren. Wir sind eine Familie. Wir haben uns nicht geerbt oder uns miteinander abgefunden. Wir haben uns ausgesucht. Und keine noch so riesige Entfernung, keine Penner in schlecht sitzenden Anzügen, keine unterwürfigen Roboter werden uns auseinanderbringen. Also hör zu. Falls das wirklich mal irgendjemand finden sollte, hier ist die Wahrheit. Es gab diese Band namens Concrete Beach Party. Und für einen kurzen Augenblick war sie die beste Band der Welt. Und du, wer auch immer du sein magst, hast riesiges Glück, weil du die einzige Person bist, die sie jemals hören wird. Bis niemals die letzten Mädels der Welt. Ist schon irgendwie cool. Concrete Beach Party. Das hört sich gemütlich an. Alright, dann heilen wir uns mal ein bisschen, weil wir hier wieder ordentlich aufs Maul gekriegt haben durch irgendwelche Stürze. Dann gucken wir einmal kurz, ob es hier noch... Nope, keine Heilpflanzen. Jo, wir machen weiter, wir gehen Richtung Schamanenpfad. Oh, warte mal kurz. Der ist hier.
Was ist denn hier oben gleich nochmal? Finde ein Schienenteil. Okay. Dann gehen wir nochmal ein bisschen nach unten und nach rechts. Auf zum Schamanenpfad. Um die Story nochmal ein bisschen ranzutreiben von dem Banuk-Gebiet. Tiere lang, oder? Ja. Oh, das ist weit oben. Mal gucken, ob wir... Na komm, lauf schneller. Na, bisschen steil, oder? Oh boy. Geht. Aber hier ist dann Ende im Gelände. Einmal kurz außen rum. Oh ja. Das kannst du vergessen. Kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Kleine zähe Pflanze, genauso wie du, Aloy. Dann nehmen wir hier die Wurzel noch mit. Gesundheitswurzel. Gesundheitswurzel. Und dann sind wir hier schon auf dem richtigen Weg, oder? Jupp. Passt. Lass uns mal gucken, wo uns dieser Pfad hinbringt. Aber bevor wir das machen, stelle ich mal kurz noch ein paar Tränke her. Und zwar Eiswiderstandstränke. 10 Stück. Na komm, ein Feuerwiderstandstrank geht auch. Puh. Gleich mal hier anlegen, weil so viele Schnappmäuler und Habichte und sonst was, was wir alles entgegengeworfen kriegen, die alle Frostschaden machen. Da sind die Tränke echt Gold wert. Und es hieß ja, auf dem Pfad gibt es einige Tests und Prüfungen. Mal schauen, was uns hier erwartet. Solange es nur ein bisschen klettern ist, ist alles okay. Solange die Brücke hält. Jo. Wir sind doch fast wieder voll. Oh, sehr schön. Das sieht ja heiß aus. Okay. Aktiviere die Ritualmarkierung. Ja, und wie? Hä? Oh. Ja, jetzt hat es mir das angezeigt, okay. Ah, an dem Knubbelding. Jede Markierung zeigt auf die nächste. Sie weisen den Weg. Ah. Ja gut, aber das heißt ja dann auch... Warte mal. Ja gut, das fällt ja dann auch nur da nach hinten geradeaus, oder? Aber wir ziehen mal lieber dran. Ah. Schätze, ich muss tiefer in die kalte, unheimliche Eishöhle. Aber mich interessiert, ob es hier auch irgendwelche Sachen gibt. Das ist ja der Ausgang, aber Ausrüstung. Okay. Dann gucken wir auch in den anderen Gang. Jeez, das blendet schon ein klein bisschen. Nicht hier lang. Ja, nicht hier lang, aber... Nope, hier gibt's auch nichts zu holen. Ja, wir müssen trotzdem in jede Ausbuchtung gucken. Was heißt müssen? Wir gucken trotzdem in jede Ausbuchtung, weil wir haben ja gerade gesehen, da gibt's ein bisschen was zu holen. Wofür das Windspiel? Soll der Ton den Weg leiten? Vielleicht finde ich mit dem Fokus noch mehr. Ja, yep, der Fokus sieht die Markierungen. Okay. Der Fokus sieht aber auch da hinten der Truhe, oder? Ja. Fragt sich nur, wie wir da hinkommen. Gab es da gerade eine Abzweigung? Nee. Okay, wir müssen da nach rechts, aber hier ist was zu holen. Gut. Falscher Weg. Richtiger Weg.
Oh, wir haben eine 52 Lohe. Aber ordentlich Metallscherben. Sackgasse. Aber immerhin Beute. Ja. Was können wir da nicht mitnehmen? Ah, eine Sprengfalle. Ist okay. Wir sollen da nach oben durch. So wie das zumindest aussah. Na, wobei. Hier ist auch so ein Ding. Aber das ist nicht relevant. Moment. Da ist der Wildsau. Oho. Was? Ich bin verwirrt. Okay, hier war die Sprengfalle. Dann sind wir hier nach links gegangen. Und dann gab es da nach links noch eine Abzweigung nach oben. Okay, warum auch immer ich die gerade nicht gesehen habe. Hier noch ein Windspiel. Ah, aber das ist jetzt noch nicht so. Noch eine Markierung. Gut. Ah ja, da vorne. Das ist es aber noch nicht so wirklich prüfend. Ich drehe lieber um. Aber erst diese Beute. Ja, erst die Beute. Dann lass uns mal das Ding hier aktivieren. Okay, dann hier lang. Ja, einmal nach rechts, aber erst gucken wir links rein. Falsch abgebogen. Nope. Ist hier auch ein dickes, fettes Nope? Oh, das sieht aber... zumindest noch ein bisschen was aus. Nicht hier lang. Aber dann. Doch hier lang. Verstehe. Hoch. Ah. Auch sehr cool versteckt gewesen. Und von hier wären wir gekommen? Ja, wirkt so. Oder auch nicht. Ich muss aufpassen. Oh, Pirscher? Wo, bitteschön? Mein Fokus sieht... Oh, sieht die nicht. Hä? Ich habe sie zwar gehört, aber ich habe keine Ahnung... wo die Bitchen sein sollen. Ah ja. Einer? Nee. Das hört sich an. Nee, zwei. Uff. Lass uns da mal ein bisschen was wegsprengen. Na, wo ist der andere Pirscher hin? Oh, jeez. Hallo, Pirscher 2. Oder war das der erste noch?
Ich glaube, wir werden es... Oh. Das hat mich jetzt ein bisschen... Okay. Lass mich da durch! Okay, wir sind ausgewichen und haben ordentlich daneben geschlagen. Aber, no! Hallo, wo hänge ich denn hier bitte schön? What the fucking fuck? Oh, das... Nice. Einmal umgehauen, einmal abgestochen. Er brennt nicht mehr. Oh, oh. What? Hatte ich... Ich habe nicht auf meine Live-Anzeige geachtet. Ich dachte, wir wären da nur ein ganz klein bisschen getroffen worden. What the hell? Wie viel Schaden hat der denn gemacht? What the hell? Oh nee. Und wie weit sind wir jetzt bitte schon zurückgesetzt worden? Hallo? Moment. Zurück? Hä? Wo bin ich denn hier bitte schön? Wo bin ich? Und wo muss ich hin? Okay, hier sind wir. Nicht hier. Aber dann. Nach oben. Verstehe. Ein Windspiel. Diese Gabelung erscheint mir neu. Ja, mir erscheint ja auch jedes Stückchen neu, egal wie oft wir da schon vorbeigelaufen sind. Hier war... Ich muss aufpassen. Ach, jetzt sind wir hier unten, nicht mehr da oben. Okay. Dann würde ich sagen, setzen wir auch mal ein paar... Der hat mich jetzt so richtig erschreckt, ey. What the hell? Wie viel fucking Damage macht der denn bitte schön? Okay, er liegt. Gerade noch ausgewichen. Okay, der erste ist weg. Aber die machen ja übelsten Schaden. What the fucking hell? Uff. Ich war full life und hatte danach 11. Hä? 11? Habe ich das richtig gesehen? Okay, wir locken den jetzt gleich mal, den zweiten. Hier in die Richtung. Ja. Den wollte ich zwar eigentlich jetzt noch nicht aktivieren. Wo ist der denn? Hallo? Pirschi? Hier, Pirschi, Pirschi, Pirschi. Komm her. Komm her. Huh. Vielleicht ist er nicht mehr da. Verstärktes Outfit-Gewebe. Aber das wäre schon kurios, wenn der nicht mehr hier ist. Warum sollte der auf einmal weg sein? Na gut.
Wir müssen eine Ebene höher, denke ich mal. Das heißt, wir gehen wieder dahin, wo wir hergekommen sind. Okay. Dann nehmen wir unsere Sprengfallen mit. Ist natürlich jetzt wo ist der andere? Oh no! Mensch, Aloy! Warum gehst du? Oh Gott! Mhm. Was habe ich denn da bitte schon getroffen? Hä? Schon wieder? Es sind noch zwei! Ist das euer fucking Ernst? Oh Scheiße. Oh Scheiße. Bleib mir weg. Kann ich die hier einfach stacken? Oh Scheiße, oh Scheiße. Nein, zu früh. Scheiße, ich hänge zwischen den zwei fest. Gosh. Grütze, fix. Brennt. Nummer 2 brennt. Das bringt mir aber jetzt nicht so viel. Vor allem nicht, wenn... Alter! Ich hab keine... Oh, fuck! Scheiße! Klasse. Nur weil ich da runtergefallen bin. Oh, komm schon. Okay, wir sehen uns das mit den Pirschern in der nächsten Folge an. Oh, mach's gut, bis dann. Ciao.